Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 und dem Beagle. So, ich habe jetzt meine... Also es ist die Waffe tatsächlich gewesen. Ich habe das extra nachgeguckt im Video. Warum ich die nicht mehr ausgerüstet hatte, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich auch keine Klamotten mehr anhatte, als ich River flach gelegt habe. Aber wir wollen hier ins Einkaufszentrum rein. Das sind meine Leute. Red mit ihnen. Okay. Du bist wie? Ja. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage. Von hinten. Aber pssst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Es soll leise sein, das wird bei mir niemals was mit leise sein. Das wissen wir alle. Move your body, body, move. Move your body, body, move. Los jetzt, keine Zeit verschwende. Ich soll was leise sein. Langeweile. Warum darf ich meine Hände jetzt eigentlich? Ich bin aber total zittrig, oder? Wolltest du mich verarschen? Ich will ein Präzisionswerk. Steh dazu! Arschlöcher gehört die Welt, Mann! Oh. Boom. Oh, jetzt krieg ich! Ah, darauf habe ich gewartet! Ja, ich auch. Wer? Da hinten. Schreibt dir die Faust in den Rücken! Das gefällt dir, oder? Na komm. Sekunde, ich muss nachladen. Ich auch. Kein Thema. Okay. Ist noch jemand hier? Noch jemand hier? Möchte mir irgendjemand noch irgendwas sagen? Hinterfotzige Schlampe! Aha! Habt ihr gehört? Was passiert hier gerade? Die leben ja noch. Jetzt nicht mehr. Bom, bom, bom! Wenn ich den erlege, müsste sich das mit dem Hack aber haben. War effektiv. So, habe ich hier noch was zu looten? Yes. Ist auch noch was zu looten. Oh, Leute, ich bin wieder back in business. Daran bin ich gut. Von dem ist nicht viel übergeblieben. Von dem ist echt nicht viel übergeblieben. Wo sind denn seine Sachen hin? Leute, wo sind seine Sachen hingeflogen? Da ist noch mehr. Wo? Hier. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich einfach so im Lauf mit erschossen. Okay, bin drin. Sehe ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Wer was? Ich soll was checken? Da geht's noch hoch. Move your body, body, move. Move your body, body, move. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Irgendjemand hat mich gehört. Der liebe Tomula Rainer hat mich ja gefragt, ob ich das Hacken jetzt endlich verstanden hätte. No. Okay. Och, leck mich doch an den Arsch.
Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es wirklich nicht. Kamera im Korridor. Wer weiß. Ist die an? Ich dachte, die Mall ist seit Jahren verlassen. Jetzt nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Passiert. Jetzt wissen sie von mir. Schnell, finde den Kamionett. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Welcher Agent? Darauf habe ich gewartet. Ist jemand hinter mir? Jo. Warum haben die nur Unterhosen an? Lebst du noch? Niemand muss hier bei mir leiden. Level up. Was gibt's hier denn Schönes für mich? Nicht viel, ne? Nö, erst wenn ich Bock hab. Biatch. Wo ist sie denn überhaupt hin? Ich werde von diesem Stuhl blockiert, das gibt's ja nicht. Okay, ja, ist ja gut, ich komm. Wo denn? Ihr seid ziemlich faul, ne? Oh, oh. Das juckt mich nicht. Oh. Looten. Bitte einmal looten, danke. Ist hier irgendwas für mich zu looten? Ich will's ja nur wissen. Nö. Nein, hab ich nicht. Die Haupthalle. Finde den Kamionett. Oh. Das ist sehr unhöflich von euch, mich Schlampe zu nennen, obwohl ihr mich noch gar nicht... Wir kommen uns nah. So? Just asking. Aber du Hypespit! Was ist falsch mit dir? Alter, da kommt Hulk Hogan in Wald sich angerannt und haut mir einen Hammer in die Fresse. Was ist falsch mit denen? Also die haben eindeutig Aggressionsprobleme, so viel steht fest. Wow! Was? Oh, ich hab zu weit geworfen. Jetzt hab ich zu nah geworfen. Okay, komm, den krieg ich. Das klappt bei euch nicht so gut, mich auszulöschen, ihr Penner, oder? Wo denn? Von wo denn? Ich seh's nicht so ganz. Van gesichtet. Und wo? Na gut. Werden gesichtet, aber ich will mich hier noch umgucken gehen. Zum einen Munition, nehme ich immer gerne. Und sonst noch irgendwas hier für mich? Scheinwerfer. Mülltonnen für Stealth-Aktionen, die ich nicht mache. Wow! Was? Da kommen noch mehr? Ah, Hulk Hogan kommt da wieder angerannt. Sag mal, ich will aber nicht. Das ist sehr unhöflich. Wo noch? Da oben. Scheiße!
Ja, ne? Alle eure Leute werden umgebracht. Scheiße, ne? Ich bin wunderhübsch. Wenn jemand hässlich ist, dann ja wohl ihr. Lass das, du dreckige Madel! Was? Ihr schießt doch auch auf mich. Warum soll ich aufhören? Tat weh? Ich hoffe es. Ich höre da noch Leute hier. Aber ich würde mich hier noch umgucken. Allein unter anderem deswegen. So viel Lesematerial für nichts. Na gut. Du kannst noch nicht sterben. Warum nicht? Aber wenn ich sage, du stirbst. Oh. So? Nicht sterben? War ganz einfach, ehrlich gesagt. Dafür wird sie bezahlen! Wollt ihr mich wieder von hinten ficken? Klappt nicht so gut, ne? Just saying. Ich meine, also wirklich, also von hinten ficken sieht deutlich anders aus, als ihr das, was ihr tut. Ihr streichelt mich eher sanft und sagt mir, naja, wir wollen ja, aber wir können nicht. Keine Angst, Häschen, sagt er zu mir. Ich habe keine Angst, also. Ihr seid einfach so unglaublich harmlos. So sieht's aus. Assassinen. Ach nee, das ist die Lampe. Der fliegende Becher. Der magische fliegende Becher. Boah, unkaputtbares Glas. Sehr faszinierend. Einfach Massenlooterei. So. Da möchte ich hin. Okay, das ist doch echt ätzend. 1C, ja, ja. BD, 1C. Ich bin auf den 1C reingefallen. Fuck! Leck mich am Arsch. Weiß nicht, wie das geht. Und leider, Tombo, zu dem Zeitpunkt, wo du mich das fragst, habe ich halt jetzt schon weiter aufgenommen. Das heißt, wenn du mir eine Antwort darauf gibst, habe ich vermutlich noch mehr aufgenommen. Außer Spider-Man und Alan Wake haben mich so abgelenkt, dass ich genau das vergessen habe. Er lässt mich ja aber in Ruhe machen, ne? Also ich will hier looten und alles. Er lässt mich da machen. Das stört ihn nicht. Hier, mein Placebo-Dude hier. Da ist schon wieder Hulk Hogan. In weiblich. Naja. Hier oben müssten auch noch Sachen zum Looten sein. Aber Clashen. Na? Ich bin zwar relativ flüssig von den Monies her, aber trotzdem, gut tut gut, ne? Ich mach ja nur. Ich habe dem all sein Geld erstmal abgenommen. So. Was ist denn hier drin? Eine weitere Pachinko-Halle? Das kann mir egal sein. Was? Eine Geschütz. Doch kein Geschütz. Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles, also sei still. Verbinde dich mit dem Wagen. Boah, ist der unhöflich. Junge, nerv mich nicht. Kehren Sie um. Macht er das? Aber wenn hier Loot oben ist? Ach, egal.
hätte ich das denn mit Stealth machen sollen? Also gerade ich, ne? Vor allem ich. Da hinten ist irgendwas. Lila Stuff nehme ich besonders gerne. Bitte nicht. Wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen? Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Arguel. Datenflugkarte? Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Aha. Ihr habt Probleme mit der Polizei. La Police. Glaubst du etwa, dass sie das Netz in der Stadt zum Wohle der Menschheit beschützen? Behauptet die Werbung zumindest. Netwatch ist ein Konzern, finanziert von Konzernen, um Konzerninteressen zu schützen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ja, da recht. Wow, ich habe echt dein Lieblingsthema getroffen. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, wie viele Daten sie haben, aber ihre Karte ist nicht vollständig. Sie haben noch keine Quellvalidierung. Wonach suchen sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn sie unsere Eis durchbrechen, holen sie sich Agwe und das ganze Netz, wie damals bei Bartmus. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist? Was sieht? Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich dir dann. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Hinter dem Kamionett ist ein Tor. Ich mach auf. Dieses hier? Okay, jetzt zum ersten Stock. Ja, dem Kino. Ja, ist ja gut. Ach, der war das mit Kehre um. Okay, auf jetzt. Was ist los? Du kriegst gleich Gesellschaft. Scan sie sofort. So schlimm. Sie muss ein. Pass schon, trau dich! Dreh um, sonst werden wir was machen? Egal. Oh. Wow! Nochmal Hulk Hogan. Alter Mädchen, was ist falsch mit dir? Warte mal, ich hab eine Idee. Gefällt dir das? Nö. Aber ist okay. Erlöst. Nee, die andere, die hier will ich haben. Danke. Gib mal Munition her. Die haben aber auch immer genau die Munition parat, die ich gerade nicht habe, ne? Okay. Warum kann ich hier nicht schneller gehen? Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten, klar? Okay. Du musst zuerst... Placid? Ist abgeschlossen. Wow, hey, sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft.
Wenn du was... Gerade wolltest du mir noch eine Nulllinie verpassen. Und jetzt willst du reden. Nulllinie? Nein, nur ausbremsen. Aber ich hab dich wohl unterschätzt. Okay, genug mit dem Gelaber. Sag schon, wer bist du? Bryce Mosley, Netwatch-Spezialagent. Können wir reden? Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo-Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Du willst mich rauskaufen? Nein. Sieh's einfach als Gegenangebot. Setz dein Leben nicht für die Voodoos aufs Spiel. Sie sind nicht gerade für ihre Integrität bekannt. Sind schon wie lange in Night City? 50 Jahre? Und klammern sich weiter an ihre Stammesmentalität. Sie misstrauen Außenseitern. Enorm. Kein Interesse. Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Brigitte und ihr Schuss und Tineptune sind seit Tagen kaltgestellt. Seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennen sie Außenstehende, die sie für spezielle Jobs reinholen. Fußabtreter. Wenn sie dich nicht mehr brauchen, wirst du entsorgt. Wie alle Ragnons. Ihr habt Brigitte? Wie habt ihr das geschafft? Wir wussten, die Voodoo-Runner würden sofort nachsehen, was in der Mall los ist. T-Neptune brach als erster rein. Nachdem wir ihn geeist hatten, sprang Brigitte rein, nutzte ihn als Schild. Ist eine harte Nuss, aber trotzdem stecken geblieben. Hast du Beweise dafür, dass die Voodoos mich reinlegen wollen? Wollen? Das haben sie schon. Als du dich verlinkt hast, haben sie dir mit dem Spectre ein Virus untergejubelt. Woher will der Wichser das wissen? Der will dich doch offensichtlich manipulieren. Das hätte ich gemerkt. Hast du Beweise? Hättest du das? Dann sieh selbst. Lass eine Systemdiagnose laufen. Na gut. Und? Alles normal. Keine Spur von... Starte noch eine und dann vergleich die beiden Ergebnisse. Will er mich hier ablenken? Normal, normal, normal. Identisch, was? Weil es kein echter Scan ist, sondern eine Kopie. Die Datensammlung. Warum habt ihr Pacificas Runner im Visier? Sieht super ungeduldig aus, der Johnny. Das ist der Job. Es geht um Rezo Agwe, oder? Ihr wollt kein unabhängiges Netz, wo eure Dienste nicht erwünscht sind, was? Es gibt keine unabhängigen Netze. Wenn die Voodoo-Boys die Blackwall durchbrechen, sind wir alle am Arsch, so oder so. Brigitte und der andere, Neptune, wie ist ihr Zustand? Ihre Tags sind aktiv. Die Voodoos erhalten sie wohl am Leben. Aber das können sie nicht ewig tun. Nein. Was Brigitte und T weniger nützlich für uns macht. Wir wollten über ihre Schnittstelle ins Voodoo-Subnet eindringen, aber Brigitte zeigte sich stur. Sie hat ein paar Bytes aus unseren Systemen entwendet, bevor wir sie hatten. Kostprobe eurer eigenen Medizin. Was habt ihr gegen die Voodoos? Weißt du, wie viele Angriffe durch die Blackwall wir letztes Jahr neutralisiert haben? Soll ich raten? Also weißt du es nicht. Niemand in Night City weiß das außer uns. Und niemand will es wissen. Die Leute denken, sie ist eine feste Grenzmauer, geschaffen, um die Menschheit ewig zu schützen. Dabei ist sie eher ein aufgerissener Müllsack, der über ein kaputtes Fenster geklebt wurde. Und die Voodoo-Boys hören nicht auf, Löcher in das verdammte Teil zu stechen. Okay, was bietest du mir an? Einen Kompromiss. Ich hole den Voodoo-Virus aus deinem System und lasse Brigitte und T-Neptune frei. Sie werden aufwachen, als sei nichts geschehen. Keine Sorge. Im Gegenzug musst du uns nur gehen lassen. Mit den Daten. Also, die Uhr tickt. Alter!
Normalerweise höre ich auf Johnnys Gespür, weil Johnny ein ziemlich gutes Gespür hat, aber Leute, ich weiß es nicht. Don't know. Stehe ich hier wieder? Hab keine Ahnung, was ich tun soll. Ich gebe zu, ich bin noch ziemlich müde. Wisst ihr was? Ich mache hier einen kleinen Break rein. Ich muss auch Kopfschmerztabletten nehmen. Auch wenn wir eigentlich noch 4 Minuten weiter, aber ich habe, glaube ich, so viele Überlänge-Folgen gemacht, dass es mal nicht drauf ankommt, wenn es ein bisschen kürzer ist. Nächstes Mal gucke ich dann, was ich mache. Ich weiß es gerade wirklich nicht, weil alles, was er mir erzählt hat, klingt plausibel. Aber wenn Johnny schon so einschreitet und Manipulation schreit, bis jetzt hat er fast immer recht gehabt. Fast immer. Ich betone fast. Nicht immer, aber fast immer. Das werde ich mir durch den Kopf gehen lassen, wenn ich mir was Neues zu trinken hole und Kopfschmerztabletten nehmen werde. Bevor ich mich dann wieder dran setze und hoffentlich danach noch ein bisschen was von Judy höre. Mir tut River ein bisschen leid, deswegen. Ich habe ja gesagt und schon war er vergessen. Naja. Das kann passieren. Ich wollte Judy übrigens auch gar nicht anrufen. Ich wollte die Nachricht lesen, die sie mir gegeben hat. Und bin dann auf Anrufen gekommen. Ja, nun, dass da parallel, dass man da Gespräche halt parallel führen kann, ist ein bisschen doof gelaufen. Aber wie auch immer, ich glaube nicht, dass das, was River mir noch zu sagen hatte, super wichtig gewesen ist. Don't know. Gut, also, ihr Lieben, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.